Wenn du dir schon immer mal einen Bügel-BH nähen wolltest, aber du etwas überfordert bist mit den ganzen Materialien, die es so gibt, in diesem Video werde ich auf die Materialien drauf eingehen für kleine bis mittelgroße BH-Größen. Das definiere ich so von 65A bis 85C. Für alle anderen Größen braucht man dann teilweise andere Materialien, die werde ich jetzt aber in diesem Video nicht erwähnen. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Als Anschauungsbeispiel verwenden wir unser Schnittmuster Push-Up Bügel BH Kim und wir fangen dann auch schon gleich mit einem wichtigen Element an, oder einem der wichtigsten Elemente sogar, ist der Bügel. Und du musst verstehen, dass eigentlich der Bügel dafür verwendet wird, für die Schnittkonstruktion, also es dient als Basis und alles wird auf den Bügel eigentlich aufgebaut und deswegen ist das so elementar, dass du dann genau diesen Bügel verwendest, der auch für die Schnittkonstruktion verwendet ist. In der Anleitung, zum Beispiel bei uns, findest du eine Tabelle, wo du dann die Schablonen findest für den Bügel und wenn du eben so einen schon daheim hast, dann kannst du den verwenden, wenn es genau die gleiche Form hat und ansonsten findest du es natürlich auch in unserem Shop. Ein weiteres sehr wichtiges Element ist der Unterbrustgummi, denn der bietet dir den meisten Halt, wenn du aber nur den richtigen Gummi dafür auswählst und der sollte am besten einen festeren Zug haben, denn nur so kann er dir Stützkraft bieten. Es gibt auch Unterbrustgummi, die weicher im Zug sind, aber die sind jetzt nicht so vorteilhaft, weil eben da spürst du eigentlich nicht wirklich so die Wirkung, die es eigentlich haben könnte. Und von der Breite her ist es eigentlich immer ganz gut, wenn du in die Anleitung schaust, was da empfohlen wird. Zum Beispiel in unserer Anleitung steht jetzt der 12 mm Gummi, also mit Bogenkante, weil das ist nämlich so an der Unterbrust, gerade da, wo die Cups dann reingenäht werden, ist sehr knapp gehalten, dass es einfach ja, eine schöne Optik dann auch bekommt, weil würde Gummi jetzt etwas breiter sein, würde es dann nicht mehr hinhauen, weil dann kommst du in die Quere mit der Nahtzugabe und dem Cup, also da könntest du das nachher nicht mehr richtig schön einnähen. Und deswegen ist hier wichtig, wirklich die Breite einzuhalten. Es kann natürlich auch etwas schmaler sein, wenn du das eher bevorzugst. Kann auch ein 10 mm Gummi sein, gerade für die ganz kleinen Unterbrustweiten, zum Beispiel 65 bis 75 zum Beispiel AB, könnte man schon ein 10 mm Unterbrustgummi auch nochmal verwenden. Ich persönlich habe jetzt auch einen 65er Umfang mit kleinem Cup, verwende auch lieber gerne einen 12 mm Gummi, weil ich einfach das Gefühl habe, ja, es haltet mir besser. Im oberen Bereich, also Arm-Rücken-Bereich, da könntest du eventuell einen schmäleren auch verwenden, also so ein 10 mm Gummi. Aber wichtig ist immer hier, dass der eine gute Zugkraft hat, weil sonst auch, wenn es jetzt einen weichen Zug zum Beispiel hat, wird es dir auch nicht so den Halt geben, die es eigentlich das machen sollte. Weiter geht's mit den Futterstoffen, denn die bilden die Basis von dem BH. Und als erstes will ich gleich das Laminat erwähnen, weil der BH Kim ist ja ein Push-Up-BH und da wird jetzt eben das Laminat verwendet. Das ist im Grunde ein kaschierter Schaumstoff, also ein Schaumstoff, der rechts und links mit Stoff beklebt worden ist. Das kann entweder Kunstfaser sein oder es kann auch eine Seite Kunstfaser und die andere Seite mit Baumwolle sein. Das ist einfach dann persönliche Präferenz oder was man auch bekommt. Von der Stärke her ist es 3 mm. Das ist eigentlich eine ja, gängige Dicke, die man so bekommt. Oftmal kann es sein, dass es ein bisschen dicker ist oder wir haben es im Shop zum Beispiel auch mit 7 mm. Ist dann aber schon eher was für Fortgeschrittene und ja, würde ich jetzt am Anfang jetzt nicht unbedingt verwenden, weil es ja dann doch recht robust ist, das 7 mm. Ist jetzt für ein Kim jetzt nicht unbedingt so geeignet, weil es dadurch, dass es eben dicker ist, nimmt sie eben auch ein bisschen Tiefe weg vom Cup her und dann kann es sein, dass es eben der BH dann knapper sitzt. Die Einzugware ist in keinem BH wegzudenken, denn sie hat eine wichtige Funktion beim Steg, denn sie haltet beide Cup-Teile aneinander. Es ist ein unelastischer, tüllartiger Stoff, in beide Richtungen unelastisch und trotzdem gibt es in eine Richtung mehr nach wie in die andere. Und wichtig ist eben, wenn hier Zug dann drauf kommt auf dem BH, dass eben in die Weite eben kein Zug drauf kommt, dass die Cups an Ort und Stelle bleiben können. Ob jetzt das Rückenteil unterfüttert werden muss oder nicht, das ist teilweise modellbedingt oder auch Geschmackssache. Ich würde auf alle Fälle schauen, was in der Anleitung steht, was empfohlen wird oder generell auch, welche Materialien für das Unterbrustband verwendet wird. Und zum Beispiel bei unserem BH Kim ist so, dass eigentlich der komplette BH aus Spitze ist und da würde ich schon sinnvoll finden, auch für die ganz kleinen Größen,
dann dünnen Tüllner unten reinzulegen, weil es einfach mehr Halt gibt. Dann ist jetzt mal die Basis abgedeckt und jetzt kann man an den schönen Teil gehen, an den Oberstoff. Und es kommt da wieder wirklich drauf an, aufs Modell. Schau am besten auch wieder in der Anleitung, welche Materialien hier empfohlen worden werden, weil die sind ja dementsprechend auch so ausprobiert worden und darauf passt natürlich auch der BH am besten. Bei unserem BH-Schnittmuster-Creme ist so, wie erwähnt, ist komplett aus Spitze. Du kannst aber auch elastische Stickerei verwenden, würde aber eher dann schon den Fortgeschrittenen empfehlen, weil die Stickerei ist dann vielleicht ein bisschen empfindlicher und natürlich auch durch diese Stickerei, durch diese Unebenheiten tut man sich teilweise vielleicht auch ein bisschen schwerer mit dem Abnähen, beim Abnäher zum Beispiel bei den Cups. Aber für Anfänger würde ich auf alle Fälle elastische Spitzen verwenden, weil die verzeihen einem dann doch mehr. Jetzt fehlt im Grunde nur mal das restliche Zubehör und dazu zählt auch der Trägergummi. Das ist auch wieder modellabhängig und größenabhängig. Also wenn du eher ganz kleines Cup hast mit der kleinen Unterbrustweite, dann kannst du ein bisschen einen schmäleren Träger nehmen, vielleicht so einen 10 mm Träger oder je nach Modell, vielleicht gibt es auch Spaghetti-Träger. Beim BH Kim würde ich jetzt auf alle Fälle nur den 12 mm Träger oder ab 12 mm Träger verwenden. Wenn du sagst, vielleicht bei 85C, du möchtest das eher ein bisschen breiter haben, zum Beispiel 15 mm Träger, kannst du das natürlich auch so machen, weil es da recht flexibel ist von der Trägerbreite, da bist du jetzt nicht fixiert. Zum Trägergummi ist dann ganz wichtig, die passenden Ringe und Schieber dazu auszuwählen. Und ich würde immer empfehlen, wenn der Träger jetzt 12 mm hat, würde ich auch 12 mm Schieber nehmen. Ich nehme immer auch die Ringe in 12 mm. Man kann aber auch 10 mm Ringe nehmen, wenn es einem zu wuchtig wirkt vielleicht oder man einfach das zieliger haben möchte, würde auch gehen, aber dann ist einfach der Träger ein bisschen mehr eingeknautscht. Im Schmäler würde ich die Versteller dann nicht nehmen, weil du kannst dann einfach nicht mehr richtig verstellen. Und weiter ist natürlich auch nicht sinnvoll, weil dann der Schieber da auf den Träger schwimmt. Also das ist nicht zu empfehlen. Was eine Ausnahme ist, ist zum Beispiel bei Träger, die so eine Bogenkante haben. Also es ist eine sehr ausladende Bogenkante. Da kann es schon sein, dass vielleicht der Träger dann, also wenn der Hauptträger vielleicht 12 mm ist und die Bögen auch nochmal rechts und links 3 mm abstehen, also nochmal 6 mm drauf kriegen, dass vielleicht dann auch der Schieber vielleicht 15 mm sein kann oder auch nochmal schmäler, je nachdem, dass man es halt nur gut verstellen kann. Ich würde auf alle Fälle schauen, ob irgendeine Information dasteht, ob man oder welcher Versteller hier empfohlen worden ist oder notfalls sonst auch den Shop anschreiben und fragen, was sie empfehlen würden. Zu dem Bügel, wie anfangs ja erwähnt, brauchst du dann auch noch ein Bügelband, also ein Bügeltunnelband, wo dann der Bügel reingeschoben wird. Und da müsstest du eben schauen, meistens sind es hier 10 mm, das geht dann eigentlich ganz gut. Und aber ansonsten, wenn du merkst, dass es eher vielleicht dünner ist von der Qualität her, dass du vielleicht auch den Bügel mehr durchspürst und du ein bisschen empfindlicher bist, dann würde ich es einfach doppelt nehmen, das Bügelband einfach aufeinander legen, dass es zweilagig ist, dann ist es auch schon mal dicker und wenn du dann den Bügel reinschiebst, wirklich in die untere Lage reinschieben und dann hast du eigentlich einen angenehmen Tragekomfort. Beim BH-Verschluss kannst du im Grunde gar nichts falsch machen, da schaust du einfach in der Anleitung, welche Breite empfohlen wird. Bei uns ist zum Beispiel ein 32 mm Verschluss, darauf ist auch das Schnittmuster ausgelegt und als Topping kannst du dir dann noch eine Schleife aussuchen. Ich mache ganz gerne noch so ein Schmucksteinelement drauf, also so eine Herzform oder auch eine runden Variante, finde ich immer ganz schön. Und ja, das war dann im Grunde alle Materialien, die du für den BH benötigst. Ich hoffe, da waren einige Tipps dabei und du bist oder es ist für dich ein bisschen klarer geworden in dem Dschungel von den Dessous-Materialien. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis bald. Ciao.